Ja, hallo und herzlich willkommen zum 47. Teil von Return to Moria. Wir hatten irgendwie dieses andere kleine Lager nochmal entdeckt, wo ich dachte, die hätten wir alle erledigt. Das scheint irgendwie ja noch nicht so. Monsters in the air! Eigentlich könnten die mich jetzt erstmal gerade in Ruhe lassen. Weiß ich nicht, ob sie es tun. Was mir auf dieser Karte hier irgendwie immer fehlt, ist der Nordpfeil. Tja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Aber hier sind wir irgendwie hergelaufen. Wir räumen jetzt da das Lager nochmal aus. Ich hatte das Inventar leer gemacht. Da müssen wir noch einmal hin. Und ich bin immer noch ganz baff erstaunt. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Das jetzt richtig? Ja. Zumal ich die Gebiete hier ja erforscht habe. Ja, ich weiß es nicht. Es ist so, wir nehmen den Kram jetzt mit. Ein paar Edelsteine waren da nochmal zu holen. Da sind wir ja nicht böse drum. Besonders wenn es dann um. War das jetzt ja? Besonders wenn wir ein paar schwarze Diamanten noch bekommen. Ein paar fehlen uns. So, mal gucken, was noch hier lag. Also, das haben wir alles, die Truhe. Kriegte ich nicht alles mit. So, und die kriegte ich nicht mal auf, weil ich den Schlüssel nicht mehr mitbekommen habe. So. Ja, das ist doch gut. Schwarze Diamanten, da müssen wir sowieso noch mal gucken. So, jetzt gehen wir hier oben noch mal her. Wo bin ich denn da durchgelaufen? Oder ist das nach dem Update zurückgesetzt worden? Das könnte natürlich auch so gewesen sein, dass die jetzt einfach nach dem Update wieder da sind oder da waren. Sonst scheint es hier eher ruhig zu sein. Jo, jo, jo. Also, das wird mit Sicherheit, wenn ich das jetzt sehe, mit dem Update zusammenhängen. Also, ich konnte mir das jetzt auch gerade noch nicht so richtig erklären, dass ich das nicht schon erledigt gehabt hätte. Jetzt gucken wir hier vorne nochmal in diesem anderen Raum. Aber wenn wir jetzt hier die schwarzen Diamanten bekommen haben, dann könnten wir eigentlich auch noch mal in die erste Orkstätte. Genau, hier haben wir den Boss gelegt. Genau, alles gut. So. Die ganzen Goblins und Orks dürften da ja eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Kriege ich hier Fels? Nee, Steine brauche ich nicht. Also wir brauchen ja noch weiterhin Adamant. Also das war jetzt ja wirklich bedeutend einfacher mit der Ausrüstung. Und wenn man jetzt die erste Orkenstätte sich vornehmen würde,
Dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? So, alles Granit hier. Das bringt uns nicht weiter. Wir nehmen mal hier noch das Fleisch mit. Einfacher geht's ja nicht. Also müssen wir Richtung Lager, unser Hauptlager runter. Dort. Ja. Also dann holen wir uns ein bisschen Adamant, dann bauen wir ein bisschen aus. So, also dann haben wir das erledigt, aber hat sich trotzdem gelohnt, da nochmal lang zu laufen. Vielen Dank für den Respawn. Und dann machen wir das Ganze mit Orkenstedt auch noch. Da laufen wir gerade einmal hin. Wenn die auch wieder da sind, dann nehmen wir die mit. Ein paar Steine, Edelsteine gab es da. Ein paar Goldmünzen. Dann können wir mal kurz gucken, was wir alles hier mitnehmen. Silber, Onyx, Granit, Erz, Steine. Ja. Harz können wir noch mitnehmen, die Knochen. Holz, Kohle können wir eigentlich auch. Was wollen wir hier mit der Kohle? Ein paar Metallteile. So, das sieht doch gut aus. Gegengift, ja, das können wir da lassen. Das ist doch jetzt verdorben, ne? Ne, ach, dann ist was. Sonst ist er sowieso verdorben. Dann geht es jetzt einmal in die Westhallen zurück. Wir sortieren unser Kram weg und gehen hier mal hin. Adamant besorgen, damit wir hier dieses, ich denke, dieses Lager bauen wir aus, oder? Oder bauen wir ein anderes Lager? Wir könnten, aber das ist halt so fürchterlich viel Arbeit und eigentlich haben wir hier alles, was wir so brauchen. Tja. So viele schöne Sachen. Nein, Stein ja nicht. Schwierige Entscheidungen sind das. Zwei Adamant, da kommen wir nicht weit mit. Dann gehen wir mal hier raus. Und hier meine ich, haben wir doch dann Adamant richtig? Sonst muss ich selber mal gucken, wo ich denn mein Adamant gefarmt habe mal. Habe ich gemacht, ist schon lange her, aber ich habe es vergessen. Da ist Kohle und Stein. Warum habe ich eigentlich ein Bier in der Hand? Oder was trinke ich da? Wir trinken es. Bin ich hoffentlich schon wieder zu nah am Fass vorbeigelaufen. Wie das wohl passieren konnte. Einmal am Fass dran vorbei und schon ist passiert.
Lalalala, Zuversicht, Stärkung. Was habe ich denn da getrunken? Oh, Gegengift. Ja, schade. Alles andere wäre vielleicht besser gewesen. So, das ist das die Adamantecke hier. Das ist Stein, das ist Fels. Und das war das Zinn. Ach so, Spitzhacke muss ich auch nehmen. Das ist Fels, ne? Jo. Das gibt's doch nicht. Das da ist auch Fels. Bin ich mir ziemlich sicher. Granit und Edelsteine. Hatte ich das wahrgenommen? Naja, die Edelsteine nehmen wir mal mit. Bisschen Granit kann auch noch nicht schaden, aber now swing her strong and wail her song, pour of her oar till days and way, hey, when the gut, haben wir's. throat runs dry, ja. Wo hab ich denn? Jetzt suche ich echt das Adamant. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe selber gefarmt. Schon. Und in irgendeinem Teil selber gezeigt, wo ich es habe. Unglaublich, ich muss mal kurz in mich gehen. So, ich habe jetzt einmal kurz nachgesehen, habe aber nichts gefunden hier oben. Und wir müssen nochmal nach unten. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, war das hier, wo das dann in den unteren Bereich runterging? Ich glaube ja. Das heißt, wir müssen uns irgendwie eigentlich. Wie kann man denn da hin? Rechts halten und dann irgendwie da durch? Ich glaube, ne? Oh Mann, ey. Vollkommen eingerostet hier, was das angeht. Es sind doch so viele Gebiete, wenn man sich die versucht, alle zu merken, irgendwann ist es weg. So. Aber ich habe jetzt eine kleine Feuerstelle. Da ist doch welches, oder? Ist das nicht? Adamant. Ja, Leute. Alles gut, wir brauchen nicht nach unten. Das baue ich jetzt erstmal in Ruhe ab. Klasse. Dann kann ich eigentlich mal eine Spulung hier vornehmen. Ich baue das ab, dann können wir nämlich weiter ausbauen. Und vielleicht gehen wir trotzdem nach unten. Da ich jetzt alles dabei habe und stelle da unten auch nochmal einen Kartenstand auf. Ich glaube, da unten hatten wir nämlich noch einiges an Material, was wir gebrauchen können, irgendwie, wenn wir was farmen müssen.
Zack, da haben wir das Material. Wie viel Adamant haben wir geholt? Ja, 125. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal weiter und gucken mal. Ach, da ist auch noch welches, oder? I see prey ahead. Hier ist auch noch Adamant. Dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Und trotzdem gucken wir jetzt einmal nach der. Ah ja, ich erinnere mich. Dass wir da einmal runterkommen. Oh, Federn. Federn nehmen wir mit. Wir wollen ja auch noch mal die Bolzen bauen. Vielleicht ist das die Lösung dann auch für unsere Trolle. Oder ja, entweder Bolzen oder dann die neue Bewaffnung, ne? So, das läuft doch schon mal. Wo hatten wir das kleine Lager aufgestellt? Das stand eigentlich ganz gut, ne? Hier. Das kleine Lager, und das kriegt nämlich jetzt einen Kartenstein. Das. Das stellen wir. Na, den will ich natürlich am. Aber dann bin ich dann wahrscheinlich irgendwie voll buggy da nachher drinne. Ah, ich könnte natürlich einfach hier vielleicht. Ich auch voll gut, ne? Warum macht man? Ja, man fängt sofort wieder an, also ich immer, ne? Ich fange sofort an und denke, ah, mach mal schön. So ein Quatsch immer. So, Kartenstein ist da. Und dann können wir hier unten eigentlich auch noch mal kurz gucken, was sich so findet. Hier unten war ja auch einiges zu holen, meine ich. Das war auch hier Gold und Adamant. Haben wir noch ein paar Ecken, wo noch nicht. Stein, wo noch nicht geknabbert haben. Das ist auch alles. Ah, ne, das ist Granit, okay. Wir laufen im Kreis. So. Jo, ein bisschen Musik dabei. Wahnsinn, ich erinnere mich da gar nicht mehr so richtig dran. Achso, das war einmal im Kreis. Komm, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Das ist echt alles weg, ne? Man, nach ein paar Wochen weißt du das nicht mehr, wo du warst hier. Wahnsinn. Total orientierungslos. Zinn. Naja, aber wir haben Adamant und wir hatten da oben noch welches gefunden. Das können wir auch weiter abbauen. Und das heißt, wir gehen nochmal hoch und versuchen mal mit dem Adamant und dem Granit weiterzuarbeiten.
Aber das heißt für mich, Gebäude baue ich, wenn aus Granit, wenn ich jetzt weiter baue. Wir haben ja das Problem, wenn wir irgendwie angegriffen werden, dann geht es hier immer nach unserem Spielstand. Das haben wir ja schon festgestellt. Und wenn man jetzt auch, selbst wenn wir jetzt in den Westhallen bauen, würde ich jetzt immer dann irgendwie ein härteres Material bauen als in dem normalen Stein. Und aber Adamant ist viel zu selten irgendwie. Weiß gar nicht, wie viel wir so brauchen von dem weiteren Material. So. Ich denke, das reicht. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir unseren Kartenstein wiederfinden. Der. Oh, ey. Kartenstein. Da ist da jetzt ein Durchgang oder nicht? Das ist jetzt ja im Prinzip nur der große Raum. Oh, drauf geklickt. Naja. Komm, hallo. Dann haben wir zumindest schaffen wir denn heute irgendwie unsere Basiserweiterung noch. Also jetzt bin ich wieder ein Stückchen höher. Den müsste ich einmal umbenennen, glaube ich. Kartenstein bearbeiten. Das ist unter Basislager. So. Und dann geht es jetzt in die Basis der Westhallen. Und ich denke, wir können jetzt anbauen. Wir haben jetzt das Material. Viel ist es noch nicht, aber das müsste jetzt gehen. Das gibt hier auch noch mal alles große Truhen. Das machen wir dann bei Gelegenheit. Und diese Truhen hier, das müssen wir dann vielleicht auch noch mal wegbauen. Eigentlich möchte ich ganz gerne nicht so richtig viel anbauen. Aber ich glaube, mit dieser Getreidemühle, die werden wir irgendwie haben wollen. Und jetzt können wir endlich diesen Schmelzofen bauen. Ja, wo soll dieser Schmelzofen bitte schön hin? Unglaublich, oder? Wie sollen wir das machen? Der muss hier trotzdem irgendwie rein. Ich will das hier vernünftig haben. Vielleicht müssen wir da unseren Außengang irgendwie mit benutzen. Und diese Basis hier rum irgendwie erweitern. Anders sehe ich es nicht. Theoretisch geht der hier zwischen.
Sollen wir den mal hier einfach hinsetzen? Und ich trottel, ey. Ich sag das jetzt mal so ganz, ne? Wie lange habe ich rumgeeiert und habe gedacht, oh, wie diese Barren und so. Und ich kann das bauen. Und ich kann, ich habe Gold ohne Ende und ich habe... Dämlich. Anders kann ich es nicht. Ich kann nichts anderes sagen wie dämlich. Total dämlich. Es nützt nichts. So, also den Ofen, den Grill, diese Sachen, das werden wir hier irgendwie alles noch reinbauen. Dafür muss ich dann wohl mal hier ein bisschen aufräumen mit diesem Inneren. Unglaublich. Echt. Leute, Leute, Leute. Es gibt aber auch keiner irgendwie die Hinweise, ne? Das hätte ich gut gebrauchen können. Ah. Da habe ich mich nie mit Ruhm bekleckert. Echt nicht. Jetzt habe ich diese Schmelze. Und ich kann das bauen. Ja. Es nützt nichts. Nicht verzagen. Nicht weiter ärgern. Einfach weitermachen. Nein, 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 nein. So, was können wir denn noch bauen, was wir nicht gebaut haben? Also die große Feuerstelle werden wir noch bauen. Dafür kann ich kleine dann weg. Das ist die gekachelte, die wir da haben, genau. Das müsste ja eigentlich dann auch gehen. Wir brauchen auf jeden Fall die Getreidemühle. Ja, und das ist der große Bautrank. Will ich eigentlich auch haben. So, hier haben wir aber alles. Ne? Nicht, dass wir jetzt noch irgendwie... Naja, und die neue Schmiede, ne? Die brauchen wir natürlich auch. Oh, ich glaube, wir müssen irgendwie umbauen. Und mit der neuen Schmiede kann ich doch die alten Sachen auch bauen, richtig? Ja, da gehe ich von aus. Das werde ich ausprobieren. Das werden wir ausprobieren. Dafür müssen diese Truhen hier weg. Eigentlich haben wir nämlich nicht, haben wir genug Platz. Oder kann ich die Schmiede hier hinstellen? Ich bin so dämlich, ne? Ich hätte doch so einfach irgendwie schon auf Grad 4 Sachen umschwenken können. Ich kann das alles bauen. Sagt einfach nichts, Leute. Sagt einfach nichts. Ich habe das alles. Ich habe das alles. Gut. Es nützt nichts. Das haben wir irgendwie, habe ich das. Ja. Nicht gut gemacht.
Also es wird hier jetzt umgebaut und es werden jetzt diese ganzen Sachen gebaut und ja, in diesem Sinne. Und gut, dass ich ein bisschen Salz mitgenommen habe, als wir da irgendwie unten waren. Es wird jetzt eine neue Ausrüstung geben. Ich werde dieses Lager umbauen. Oh Mann, ey. Leute, Leute, Leute. Und dann fehlt uns auch tatsächlich nachher Haut und sowas, ne? Also das ist... Drei Leder, das ist echt schon viel, was da reingeht bei Feinleder. Und Salz ist alle dann. Hau, hau. Also wenn ich meine Empfehlungssachen mal mache, 6 Gold, ey, Wahnsinn, dann werde ich ganz klar sagen, baut alles sofort, was ihr könnt, immer bauen, sofort loslegen. So. Der Hammer. Ja, Leute, den will ich auf jeden Fall haben. Oder ist es der? Aber ich glaube, das hier ist es, ne? Der Hammer gegen die... Gegen die Uruks. Ich... Könnt mir so in den Arsch beißen. Okay. Da ich muss jetzt aufpassen. Ich kann wieder nicht alles. Eigentlich würde ich gerne alles bauen. Ich fass es nicht. Da habe ich die Grad 4 Sachen schon quasi in der Hand. Ja, der sieht ja gut aus. So, und der kriegt dann auch irgendwie eine richtig gute Verzauberung. Was habe ich denn hier so? Da fehlen mir irgendwie fehlen noch ein paar, ne? Gegen Tiere, Kälte. Ich bin immer noch Orks. Es ist immer noch Ork. Zack. Orkfader. Ja, Leute. Es ist Nacht, wir sind müde, es gibt hier viel zu tun. Ich verabschiede mich von euch mit der Schmiede und der neuen Ausrüstung voll in eine Sackgasse gelaufen. Aber es nützt nichts. Gut, wir haben das jetzt aber geschafft. Es wird jetzt weitergehen. Ich baue hier die Basis ein bisschen um und wir sehen uns in der nächsten Folge in alter Frische. Leute, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.